Profil Podcasts. War das Eitelkeit? Steckte dahinter vielleicht die Idee, dass die Frau Aschbacher, um ihre sprachlichen Schwächen zu kompensieren, als Wissenschaftlerin ernst genommen werden wollte? Strebte sie vielleicht sogar eine Karriere in der Wissenschaft an? Es ist nicht das erste Mal, dass er Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit seinen Recherchen in Schwierigkeiten bringt. Doch dass eine Ministerin zwei Tage, nachdem der Plagiatsprüfer auf seinem Blog Vorwürfe gegen sie veröffentlicht hat, ihr Amt abgibt, erlebt auch Stefan Weber zum ersten Mal. Profilredakteurin Edith Meinhardt sprach mit dem unerbittlichen Kämpfer für wissenschaftliche Redlichkeit über die, Zitat, Kauderwelsch des von ÖVP-Politikerin Christine Aschbacher, über ständig neue Verdachtsfälle, die Recherchen zu Aschbacher dauern noch an, außerdem über saubere Methoden in der akademischen Welt und strukturelle Probleme an Fachhochschulen und Unis, über Titelsucht, über seine eigene Rolle als Watchdog und Plagiatsjäger, mit der er sich wenig Freunde macht, über Anfeindungen, Einschüchterungsversuche, Auftraggeber und Mitstreiter. Und über Studenten, die so kühn sind, selbst in Seminaren von Stefan Weber noch zu plagieren. Webers Plagiatsoftware lässt jedes Semester 2 bis 3 von ihnen auffliegen. Herr Weber, was macht eigentlich ein Plagiatsjäger den ganzen Tag? Naja, es ist nicht nur so, dass der, wie man sich das vielleicht fälschlich vorstellt, Bücher mit anderen Büchern vergleicht. Das passiert natürlich alles digitalisiert. Das heißt, ich erhalte die Literatur, großteils Doktorarbeiten, die ich überprüfen soll, digital. Die werden dann von einem Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite in Salzburg, schon seit längerer Zeit digitalisiert. Dann kriege ich diese Digitalisate. Dann wird das mit einer sogenannten OCR, Optical Character Recognition Software, bearbeitet, sodass ich dann, es sind also schon mehrere Arbeitsschritte technischer Natur, diese Arbeiten einer Plagiatsoftware, meistens ist es dann die Software Turnitin, zuführen kann. Und wenn es darum geht, dass ich nur einen Text mit einem anderen Text vergleichen möchte und nicht einen Text mit möglichst vielen anderen, da gibt es auch eine Softwarelösung, die heißt WCopyFind, die ist sogar frei. Also man kann eigentlich, ich kann sagen, 80% meiner Tätigkeit könnte eigentlich jeder machen, der eben diese Routinen so wie ich beherrscht. Andererseits muss ich sagen, es hat bei mir selber fast 10 Jahre gedauert, diese Routinen zu perfektionieren. Ich habe heute ein Fernsehteam da gehabt, das hat gesagt, ja, wo arbeiten denn Sie? Weil es ist alles digitalisiert, es ist alles auf meinem Google Drive und hier sind 3 Bildschirme. Das Wichtigste für den Plagiatsforscher sind die großen Bildschirme, weil er muss ja ständig Texte mit Texten vergleichen. Ja? Mhm. Aber ansonsten ist es hier ein Büro mit Kunst an der Wand und Sie finden hier bis auf ein bisschen Gesetzestexte, Kommentare finden Sie hier nichts aus der Buchkultur. Also der Plagiatsjäger ist nicht der Bücherwurm im Stapel der Bücher. Der war ich bis 2010, dann habe ich mich digitalisiert. Alles klar. Wann hat Sie das Thema eigentlich gepackt und dann warum nicht mehr losgelassen? Was war die Initialzündung? Ja, ja, das ist wie oft im Leben genau. Es gab richtig, wie Sie es richtig fragen, eine Initialzündung. Das war im Jahr 2002 an der Universität Klagenfurt. Da sind 2 Dinge gleichzeitig passiert. Da hatte ich eine Lehrveranstaltung an der Universität Klagenfurt und die lief eigentlich bis zum Schluss des Semesters ganz gut, bis ich die Arbeiten der Studierenden bekommen habe. Und dann habe ich gesehen, um Gottes Willen, also hier wird ja systematisch falsch zitiert, da habe ich erstmals dieses Problem gesehen. Das war so ein bisschen die Hochzeit der Internetrecherche, so um die Jahrtausendwende, dass die Leute nur noch 1-2 Seiten aus dem Internet rauskopieren und am Ende dieser 1-2 Seiten steht dann so eine Fußnote und da ist dann die URL reinkopiert und dann haben die Leute geglaubt, das ist wissenschaftliches Arbeiten. Das waren teilweise auch Quellen aus der Astrologie und so weiter, Esoterik, Webseiten, Heilpraktiker. Ich habe das alles gesammelt und habe mir gedacht, meine Güte, was ist denn jetzt los? Ja? Und habe versucht, den Leuten irgendwie, ich habe das vorausgesetzt damals, zu meiner Zeit, 10 Jahre früher war das klar, dass man das nicht tun darf. Ja? Also kann man nicht sagen, ich habe didaktisch versagt, weil ich bin zum ersten Mal in meinem Leben damit konfrontiert worden. Und dann habe ich halt viel, viel Zeit aufgewandt, um den Studierenden zu erklären, bitte Quellenkritik,
wissenschaftliche Quelle, nicht wissenschaftliche Quelle immer unterscheiden. Und zweitens, bitte nicht aus dem Internet mit Copy-Paste was reinkopieren, dann das auch noch nicht unter Anführungszeichen setzen und dann glauben, dass es dem Zitiergebot Genüge tut, wo man irgendwo am Ende der Seite einmal kurz die Url in die Fußnote reinstellt. Also das ist dann ziemlich eskaliert in Klagenfurt, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Da gab es einen Matthias Kamersin, der vermitteln wollte, damals Institutsvorstand. Ich habe dann festgestellt, dass das die Leute dort systematisch falsch gelernt haben. Da war da nicht viel zu machen. Und im selben Semester, als ich in Klagenfurt lehrte, kam der bekannte österreichische Philosoph Josef Mitterer, mit dem ich damals schon sehr gut befreundet war, auf mich zu und hat gesagt, hast du das schon gesehen? Und dann sage ich, was ist denn das jetzt wieder? Ja, ich sagte, jetzt komme ich eh schon von den ganzen Plagiaten von der Lehrveranstaltung. Ja, dann hat er mir noch ein Plagiat gezeigt. Eine junge, aufstrebende Psychologin aus Wien hat für ein Erwin Schrödinger Stipendium, für einen Stipendienantrag eine Seite, aber immerhin die Seite mit der forschungsleitenden These meiner Dissertation plagiert, ohne den Herrn Weber auch nur einmal in einer Fußnote zu würdigen. Das kam Ihnen gleich bekannt vor. Da habe ich mir gedacht, okay, da ist was dran. Aber natürlich sozusagen denkt man sich, okay, das waren jetzt zwei üble Geschichten, das war eine Koinzidenz, das ist zusammengekommen. Ja. Und dann ging es halt weiter, Schritt für Schritt. Dann kam 2005 dieser Plagiator aus Tübingen, der Theologe, der 90 Seiten meiner Dissertation übernommen hat, mein Buch im Literaturverzeichnis erwähnt hat, aber die 90 Seiten trotzdem abgeschrieben hat, ohne mich in Fußnoten ein einziges Mal zu erwähnen. Dem wurde dann binnen 3 Monaten der Doktorgrad aberkannt. Und da ging ich dann damals zur APA, weil ich ja auch im Journalismus gearbeitet habe in den 90er Jahren und habe dann gesagt, sag einmal, jetzt muss ich da was erzählen. Ich habe wirklich das als Freundschaft erzählt. Ich sag, da ist eine kuriose Geschichte passiert, du, ein deutscher Beamter hat 90 Seiten meiner Diss abgeschrieben und dann hat der Kollege gesagt, na, das ist aber schon eine Meldung und so weiter. Und das Thema wurde dann so zum Medienthema. Ne? Also ich habe damals 2002, hätte ich es nicht zum Medienthema machen können, hätte ich da jetzt auch das Profil oder irgendwen angerufen und gesagt, hören Sie, die Studenten, die können nicht mehr zitieren. Das ist so, wie man es sagt, die Kindergartenkinder können keinen Turm bauen. Da hätte der Kontext gefehlt, dass das wirklich ein kulturelles Problem ist. Und das hat sich dann so über die Jahre entwickelt, dank der Medien, dass das mir möglich war, diese großen Fälle in die Medien zu bringen und damit hoffentlich eine Bewusstseinsveränderung an den Universitäten herbeizuführen. Also es hat wirklich schon zwischen 2002 und 2005 begonnen. Dank Ihrer Recherchen ist jetzt erstmals eine Ministerin in Rekordzeit, kann man sagen, innerhalb von 2 Tagen zurückgetreten. Sie haben Plagiatsvorwürfe öffentlich gemacht, zuerst die Diplomarbeit betreffend, dann noch schlimmer die Dissertation, die sie während ihrer Amtszeit als Ministerin in Bratislava verteidigt hat im August 2020. Und das Werk ist in schlechtestem Deutsch geschrieben. Ich wiederhole das jetzt nur, Sie haben es Kauderwelsch-Dissertation genannt und sie hat auch ganze Absätze und Passagen abgeschrieben. Haben Sie eigentlich so etwas wie ein Lieblingszitat inzwischen aus dieser Arbeit? Da haben Sie mich jetzt erwischt. Ich kann Ihnen soll ich Ihnen 1, 2 vorlesen? Das wäre nett. Ja. Ich also, habe gedacht, aber, Sie haben sicher eins auswendig. Nein. Es waren zu viele. Es waren sehr viele. Ich würde Ihnen, wenn es die Zeit erlaubt, kurz, also 1, 2 Sätze vorlesen. Ja? Sekunde, warten Sie, ich bin gleich. Gerne. Ich habe jetzt das noch nicht geübt. Also Sie bringen mich da jetzt in eine schwierige Situation, weil ich ja diese Satire-Lesung jetzt die noch nie geübt habe. Aber ich mache es jetzt einfach mal mit 3 Sätzen. Ja? Mhm. Übrigens 3 Sätze, die nicht auf einer missglückten Übersetzungsarbeit basieren, sondern die im Fließtext dieser Arbeit zu finden sind. Mhm. Oder vielleicht werden es sogar 4. Also, Christine Aschbacher schreibt, in der heutigen sich rasant verändernden Welt benötigen Führungskräfte ihre eigene Version einer Taschenlampe. Der 2. Satz. Mit ihrer Taschenlampe in der Hand werden Führungskräfte jedoch feststellen, dass Dinge nicht ganz so plötzlich passieren. Der 3. Satz.
Führungskräfte sind in der Lage, Annahmen anzugreifen. Darf ich noch einen? Haben wir noch einen? Gerne. Der ist besonders lustig, weil der bricht ab. Keiner der Führungskräfte, die tagtäglich mit Innovationen zu tun haben und diese antreiben, erwähnten Aussagen zu deren Führungsstils oder Zusammenhänge dahingehen. Sie haben das fast ohne Lachen geschafft. Dann mache ich jetzt noch einen. Sehen Sie, jetzt haben Sie mich auf den Geschmack gebracht. Einen noch. Zur Einschätzung des Marktes wurde in den nächsten Jahren eine große Umstellung geschätzt. Jetzt lache ich doch noch, wenn ich darf. Ja? Na, also für mich haben diese Sätze durchaus Wert. Da hat ich halte das sogar ein bisschen für eine neue Kategorie. Vielleicht überschätze ich das auch. Ja? Also das ist schon gute Wissenschaftssatire. Das wollte ich Sie dann eh fragen im Verhältnis zu Ihren bisherigen Plagiatsfällen. Aber zuerst wollte ich Sie noch fragen, wie haben Sie eigentlich die Nachricht vom Rücktritt aufgenommen? Mit welchem Gefühl? Ich saß zu Hause, weil ich interessanterweise es schon gehört habe per WhatsApp, obwohl ich nicht besonders gut vernetzt bin hier mit den Entscheidungsträgern in Wien, haben mir drei Leute voneinander unabhängig schon ab 17 Uhr eine WhatsApp geschickt, Rücktritt Aschbacher steht bevor, der Name Auhauser, der es ja dann nicht wurde, wurde mir damals auch schon genannt, machte dann, wie ich gesehen habe, sogar schon auf Twitter die Runde, das heißt, ich war daheim, habe eigentlich in der Zeit im Bild 1 das erwartet, habe mir dann gedacht, der Scheuer, jetzt kommt er doch nicht, ne? Und dann ja urplötzlich, weil es wenige Sekunden vor der Zeit im Bild 1 war, kam der Rücktritt, also ich war überhaupt nicht jetzt so erleichtert oder was immer, sage ich Ihnen ganz offen. Also ich bin dann in solchen Situationen erstaunlich emotional indifferent. Ich sage mal so, wäre der Rücktritt nicht passiert, hätte ich mich geärgert, ja. Aber daraus folgt nicht, dass ich mich freue, dass er passiert ist, genau. Ich hätte so schnell nicht damit gerechnet. Ich hätte gedacht, dass man das vielleicht am Anfang der Woche macht, ja. Und ich muss Ihnen auch ganz, ganz ehrlich sagen, rückblickend, man kann ja das so ad hoc ein bisschen schwer einschätzen, ist mir klar geworden, das haben ja leider die Recherchen der vergangenen Tage bestätigt, dass hier noch mehr nicht stimmt, sonst hätte man diese Person nicht so schnell aus dem öffentlichen Rampenlicht entfernt, dass jetzt, Sie haben es ja mitbekommen, aufgedeckt wird, dass zumindest zwei Firmenchefs in der Form gar nie befragt wurden, bezüglich des empirischen Teils der Dissertation. Ich habe quasi jetzt jeden Tag eine neue Geschichte und damit jeden Tag die halbe Nacht nicht zu schlafen, weil es einfach neben den Medienanfragen lange dauert, dann wieder auf was Neues draufzukommen. Und das treibt mich natürlich im Moment auch an. Es ist dieses Paper über Managertypen, das sie in der Woche 5 des Lockdowns eingereicht hat. Wie kann man nur so unklug sein? Also für mich ist es so ein Rätsel und auch gleichzeitig auch ernstlich eine menschliche Enttäuschung, weil ich muss mich ja vertreten fühlen, gerade in so einer schwierigen Zeit. Bitte, eine Ministerin für den Arbeitsmarkt in so einer Zeit. Und dann schickt sie am 15. April ein ganz plumpes, ordinäres, paraphrasiertes Plagiat ohne Anführungszeichen, dort, wo sie wörtlich übernommen hat, schlecht paraphrasiert, schickt sie nach Bratislava. Was ist denn das für eine Prioritätensetzung? Jetzt kann man natürlich sagen... Herr Weber, können wir nur kurz, damit wir nicht die Übersicht verlieren, 2006 eine Diplomarbeit an der FH Wiener Neustadt. Da gibt es schon sehr viele problematische Stellen, die Sie mit der Plagiatsoftware aufgefunden haben. Genau. Dann gibt es eine im Vorjahr eingereichte Dissertation, fertiggestellte Dissertation in Bratislava an der Technischen Universität. Und jetzt neu, laut Ihren Recherchen, ein wissenschaftliches Paper von 6 Seiten zum... Ja. Thema so Managementstile, das jetzt so auch, das ist das jüngste Papier, das aufgefunden wurde. So ist es, ganz genau. Ja. Und auch das ist ein atemberaubendes Plagiat, wie Sie das jetzt so ist es. Erforscht haben.
Und es wurde abgeschickt, weil das bei wissenschaftlichen Papers üblich ist, dass man raufschreibt, wann es abgeschickt wird und auch wann es angenommen wird. Es wurde abgeschickt am 15. April 2020. Das war der Mittwoch nach Ostern, mitten im Lockdown. War, jetzt ist natürlich, wissen Sie, keine Generalverurteilung. Es gibt immer Möglichkeit B. Die Fraßbach kann natürlich sagen, aber ich würde mir so sehr wünschen, dass sie sich erklärt, ja, weil jetzt müssen wieder wir Kaffeesud lesen, was hier passiert ist, ja. Sie kann natürlich sagen, ich war so überarbeitet, ja, dass ich mich am Abend hinsetzen musste, damit ich ein bisschen runterkomme vom Gas und habe Wissenschaft betrieben. Das tue ich auch öfter. Ich sage immer, ich philosophiere mal gern zur Entspannung. Dann ich lese gern mal Platon zur Entspannung. Das ist absolut okay. Nur, Frau Meinhardt, sie hat ja plagiiert. Ja, und damit entfällt für mich dieses Motiv der intellektuellen Rekreation. Ich mache ja kein Plagiat, um mich von der Politik, von einem anstrengenden Polittag abzulenken oder runterzubringen. Ja, ich mache ein Plagiat, weil ich damit eine Intention verknüpfe. Und sofern, ich bin es heute von vielen Journalisten jetzt gefragt, und ich sage immer, bitte fragen Sie die Psychoanalytiker, warum jemand sowas macht. War das Geltungsdrang? War das Eitelkeit? Steckte dahinter vielleicht die Idee, dass die Frau Aschbacher, um ihre sprachlichen Schwächen zu kompensieren, als Wissenschaftlerin ernst genommen werden wollte? Strebte sie vielleicht sogar eine Karriere in der Wissenschaft an? Sie hat ja, wie ich mittlerweile weiß, 16 Publikationen. Ja, das ist ja nicht wenig. Sie hätte sich alleine mit der Zahl 16 Publikationen an jeder Fachhochschule in Österreich als Professorin bewerben können. Ja. Haben Sie die schon alle angeschaut jetzt? Nein, ja. Ich hab erst eine angeschaut, diese über die Managertypen, und ich werde mir jetzt, mehr Zeit habe ich im Moment nicht, jeden Tag habe ich mir vorgenommen, eine anzuschauen. Ich will hier, wie gesagt, auch wieder keine Pauschalvorverurteilung aussprechen, aber aufgrund der Hinweise, die ich in den Kommentaren meines Blogs bekommen habe, dürften die alle aus dem ähnlichen Strickmuster sein. Und haben Sie, das würde ich Sie jetzt auch natürlich gern fragen, denn irgendeine Erklärung von diesen genannten Motiven, was würden Sie da am ehesten annehmen? Noch einmal, es ist lustig, weil, wissen Sie, weil ich bin nicht der Psychiater der Nation, ja. Ich tue mir da auch so schwer, weil ich mich jetzt versuche, in die Gedankenwelt eines Menschen hineinzuversetzen, den ich jetzt nur von seinen Texten kenne. Und dass das ihre Texte sind, habe ich schon mit einer Stilometrieanalyse bewiesen. Wir reden nicht von den Kauderwelsch-Texten, wir reden von den Texten, die in einem sehr schlechten Deutschniveau verfasst sind, weil die Kauderwelsch-Texte, die nahezu unverständlich sind, die sind wieder eine eigene Forschungsfrage. Ja, aber ich glaube, sie annähernd gut zu kennen, und da muss ich sagen, ihr fehlt so das grundlegende Differenzierungsvermögen, das wir eigentlich in der Wissenschaft mitbringen, zwischen Theorie und Empirie, zwischen Aussage und Realität und so weiter. Sie neigt zu tautologischen Formulierungen. Das ist auch sehr interessant. Also bitte, ohne jetzt hier wirklich mich groß aufspielen zu wollen, würde ich das klassisch als studierunfähig bezeichnen. Das ist so, wie wenn man sagt, im ersten Semester, liebe Studentin, lieber Student, bitte sei mir nicht böse, such dir ein anderes Fach oder hau dich rein, lern wirklich aus dem Zeugeld, weil da hast du die Grundlagen einfach nicht verstanden. Ja? Jetzt fragen Sie mich, warum promoviert so jemand im Corona-Jahr? Warum schickt so jemand in Woche 5 des ersten Lockdowns ein 6-seitiges Paper an seinen Doktorvater? Das ist eine Latte von Möglichkeiten. Das kann Selbstüberschätzung sein, Geltungsdrang, Kompensation, auch eine bisschen eine Form von, ja, das hängt eh mit Geltungsdrang noch zusammen, Überschätzung, Größenwahn, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Das kann das Motiv der Ablenkung sein, dass sie vielleicht gehofft hat, als Doktorin, als Akademikerin in der Rhetorik, im Diskurs ihre Fehler sozusagen kompensieren und tilgen zu können. Ich weiß nicht, ich habe es bei meinen Plagiatoren immer wieder, da kenne ich jetzt die Familie nicht, ist auch ein gewisser familiärer Druck dabei, dass dann die Kinder einen Doktor machen müssen. Ja, das kann alles eine Rolle spielen. Es kann eine Rolle spielen, dass sie einen Doktor machen wollte,
um nach Ende ihrer Politikerlaufbahn im Ministerium eine besser dotierte Stelle zu haben, also einfach nur ein pekuniäres Motiv dahinter stecken. Bitte, man müsste sie selber fragen. Ich bin da ja, jetzt. Wir können nur spekulieren, falls sie sich selbst einmal äußert. Also, Frau Meinhardt, ich kann Folgendes sagen. Normalerweise betreiben wir in der Scientific Community Wissenschaft, weil wir ein wissenschaftliches Problem lösen wollen, weil wir glauben, Neuland entdeckt zu haben, weil wir uns mit diesem Neuland vielleicht auch wieder kritisch auseinandersetzen wollen. Der Gerhard Fröhlich, der Linzer Kulturforscher und Philosoph, hat einmal gesagt, Wissenschaft ist Kritik, Wissenschaft lebt von der Kritik, nur so geht's. Ich äußere eine Position in der Hoffnung, dass jemand anderer sie kritisiert und mir so vernünftige Argumente liefert, dass ich meine Position überdenke, schärfe etc. All diese Motive, also dass ein genuines wissenschaftliches Motiv da war, schließe ich zu 100% aus, weil sie ja plagiert hat oder Unsinnigkeiten und dadaistisches Zeugs aneinandergereiht hat. Also ein Motiv tatsächlich, was ja ihr Thema war, sich zu fragen, ob es Führungsstilen gelingen kann, einen Flow, sie hat mit diesem Flow-Konzept gearbeitet, ja, einen Flow der Mitarbeiter zu erzeugen und damit sozusagen die Leistung und Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Das ist eine Forschungsfrage, über die man vielleicht diskutieren kann. Ich glaube, die ist in der Literatur schon x-mal beantwortet worden. Da bin ich jetzt nicht Experte. Aber dass sie dieses Motiv hatte, das wirklich rauszufinden, schließe ich aus. Ohne dieses Motiv ist sie aber eigentlich ganz schön weit gekommen. Und das schließt jetzt an die zweite große Frage. Wie haben die Betreuer das durchgehen lassen können als wissenschaftliche Arbeiten? Sowohl der Betreuer an der FH Wiener Neustadt als auch dann der Doktorvater an der TU Bratislava. Sie sehen, Frau Meinhardt, bitte jetzt nicht das Vorwurf zu verstehen, weil im Moment bin ich der einzige Auskunftsfreudige in der Causa. Aber das, in der Tat. Ja, aber das, was Sie mich zuerst gefragt haben, warum macht eine Ministerin das? Ja, da kann man sozusagen jetzt den halben Abend über psychologische Theorien reden. Das muss sie Ihnen selber erzählen. Und auch zur Frage, warum lassen das Betreuer? Noch dazu in ganz verschiedenen Konstellationen. Das ist das Interessante. Also ein relativ junger österreichischer Betreuer an einer an sich guten FH, das muss man auch sagen, man braucht natürlich jetzt nicht die gesamte FH Wiener Neustadt bashen, nur weil das passiert ist, das hätte in St. Pölten genauso passieren können. Ja. Aber ich glaube auch, die TU Bratislava hat keinen üblen Ruf. Genau. Aber das Interessante ist ja, dass in völlig unterschiedlichen Konstellationen bei einem damals noch jüngeren, beginnenden Lehrenden an einer auch noch jungen FH, sowas passiert und 16 Jahre später passiert das im Nachbarland bei einem de facto schon emeritierten, ich glaube, er ist über 70 Jahre alt, ja, bei einem de facto schon in Rente befindlichen Professor wieder. Auch in einer völlig anderen, wir haben es einmal mit dem Studium der wirtschaftsnahen Berufe zu tun, wir haben es einmal mit der Fakultät für Maschinenbau und Ingenieurswesen zu tun. Das ist ja ganz schräg. Ja. Also warum wiederholen sich diese Dinge? Und da ist jetzt eben die große Frage, die, und das ist das, was das eigentlich Interessante ist, ja, bedauerliche Einzelfälle oder gibt es hier doch einen systemischen Zusammenhang? Gibt es hier etwas, wo wir nicht gerne hinschauen? Ich kann es auch nicht genau beantworten. Ich kann nur sagen, in dem Fall des Herrn, dessen Namen für mich im unaussprechlich ist, ich würde sonst gerne sagen, an der Fachhochschule Wiener Neustadt, das ist eigentlich ein, glaube ich, in der Community ganz anerkannter Theoretiker und Lehrer für Vertriebslehre, gehe ich davon aus, dass er die Arbeit nie gelesen hat. Das muss ich ihm leider unterstellen. Es gibt hier noch ein zweites Motiv. Aber dafür würde er bezahlt werden. Das ist ja keine unentgeltliche, ehrenamtliche Tätigkeit. Ja, da unterscheiden sich die Dienstvorschriften der Fachhochschule ein bisschen von den Universitäten. Da müsste man einen Juristen fragen, ob das eine Dienstrechtsverpflichtung ist. Ich glaube, das eher zu verneinen, leider, weil die Universitäten ja da immer sehr autonom sind, was all diese Dinge anbelangt. Ja. Ich glaube auch, dass da die Disziplinarmaßnahmen höchst bescheiden ausfallen würden. Ja. Also das ist wahrscheinlich eine moralisch-ethische Frage. Außerdem könnte er ja sagen, ich habe es eh gelesen,
aber ich habe leider die Rechtschreibfehler überlesen. Also wissen Sie, das ist ja immer, der kann ja immer was sagen, ja. Oder er kann sagen, na gut, die Plagiatsoftware hat heute die Stellen gefunden, aber 2006 hat sie diese Stellen noch nicht gefunden, ja. Das können wir in der Tat gar nicht sehen, weil ich kann zwar das Internet zurücksehen mit der Wayback Machine, aber ich kann nicht die Plagiatsoftware zurücksehen. Ja? Also das heißt, er hat schon Möglichkeiten zu sagen, ich habe das alles nicht gesehen, habe es übersehen, aber natürlich sind auf den Seiten 1 bis 9 so viele Rechtschreibung, Grammatikfehler, Stilfehler, so viel Unsinn, dass man dafür kein sehr gut geben kann. Dass das, selbst wenn er die Plagiate damals noch nicht entdeckt hätte. Also Möglichkeit 1, er hat es nie gelesen. Möglichkeit 2, er hat eine sehr milde Auffassung von Beurteilung gehabt. Also es gibt in der Tat, ich kenne das auch, einige Lehrende, die vergeben grundsätzlich nur gut oder also sehr gut oder gut. Ja, dann hätte er immer noch ein Gut geben sollen. Also warum es sehr gut ist, es ist witzig, ich glaube, ein Medium hat ihn bisher erreicht, aber er hat es, glaube ich, auch nicht klar beantwortet. Ja. Wir haben es versucht, auch vorige Woche schon, er hat uns nicht geantwortet. Professor aus Bratislava hat auch nicht geantwortet. Das ist sehr traurig für den Wissenschaftsdiskurs, weil diese Arbeiten sind öffentlich, man muss das klar betonen. Ja. Also Leute außerhalb der Wissenschaft, auch ich sehe es an den Reaktionen auf meine Arbeit, die sagen, lassen Sie doch das Schnüffeln bei diesen Arbeiten. Ja. Die Leute glauben, eine wissenschaftliche Arbeit anzuschauen, ist so wie in eine Schule ins Archiv einzubrechen und sich eine Matura-Arbeit, die 30 Jahre alt ist, zu holen. Der grundlegende Unterschied unserer Wissenschaftskultur ist, dass diese Arbeiten dafür geschrieben werden, dass sie für die wissenschaftliche Teilöffentlichkeit da sind. Dafür liegen ja sogar die Master- und Magisterarbeiten im Gegensatz zu Deutschland in Österreich in den Bibliotheken. Das regelt jedes Land ein bisschen anders, aber die Arbeiten sind dazu da, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Und das ist ein riesen Benefit für die Gesellschaft. Es ist nicht so, wir haben in Österreich sehr stark dieses Amtsverschwiegenheitsdenken, ein bisschen in unseren Genen. Es ist so, dass man sagt, die Masterthesis vom Innenminister, die schauen wir lieber nicht an, weil das ist ja der Innenminister. Und da muss ich sagen, von diesem Denken müssen wir weg und sagen, es ist doch interessant, was unser Innenminister geschrieben hat. Da sind doch vielleicht Ansichten drinnen, die auch mit seinem Politikverständnis zusammenhängen. Ich will ja gar nicht die Diplomarbeit oder in dem Fall Masterthesis des Innenministers sozusagen zerflettern, um ein Fehlverhalten zu finden. Aber wir müssen weg von der Idee, dass wissenschaftliche Abschlussarbeiten ein Geheimgut sind, das im Schrank versperrt gehört. Dafür haben wir seit Jahrhunderten ein Bibliothekssystem und jeder in Österreich kann in die Nationalbibliothek gehen und sich diese Arbeiten holen. Das ist ganz, ich sage Ihnen, das ist wirklich kulturell sehr interessant. In Deutschland ist es völlig anders, ja. Ich bin jetzt oft mit dem konfrontiert worden. Na, also du bist ja wie einer, der in einem Schulaufsatz von einem 14-Jährigen einen Beistrichfehler sucht. Gottes Willen, nein, der Schulaufsatz. Kann man das kurz erklären, warum Diplomarbeiten und Dissertationen öffentlich sein sollen? Das hat ja eine Geschichte. Genau, so ist es. Der Schulaufsatz des Stefan Weber ist nicht öffentlich. Wir haben ganz bewusst ein Ausbildungssystem, bei dem wir sagen, ein Rektor hat einmal gesagt, ab der Matura ist Schluss mit lustig. Damit meinte er, ab dann gilt die gute wissenschaftliche Praxis. Das, was wir vorher machen, sind noch die Fingerübungen, wie die vorwissenschaftliche Arbeit. Sobald wir an der Uni sind, hört die Sache auf. Wir machen Pro-Seminararbeit, wir machen Seminararbeiten. Die sind noch nicht abgabepflichtig in den Bibliotheken, aber im Universitätsgesetz kommen sie bereits vor, nämlich wann in ihnen plagiert wird, Paragraph 19. Das wissen auch die wenigsten. Ja, da geht es also schon los. Dann haben wir die Bachelorarbeit, die im Universitätsgesetz noch nicht eine wissenschaftliche Arbeit ist, weil sie zusätzlich dann dazu kam. Und ab der Ebene, die das Universitätsgesetz wissenschaftliche Arbeit nennt, also ab der Ebene 2 nach Bachelor, das ist Magister, Master, Diplomarbeit, sind die Arbeiten zu veröffentlichen, das ist Bestandteil unserer Wissenschaftskultur seit Jahrzehnten und müssen in Bibliotheken abgeführt werden, in der Regel in der Nationalbibliothek. Das hat man jetzt ein bisschen aufgeweicht vor ein paar Jahren. Jetzt müssen es nur noch am Institut liegen. Es gibt sogar übrigens einen eigenen Paragraphen, ich glaube Paragraph 80 oder 88 OG, dass man diese Arbeiten sperren kann.
Ja, wenn Sie zum Beispiel sensible Wirtschaftsdaten enthalten, ist das alles ganz genau geregelt. Aber es ist sozusagen für unser Verständnis einer freien und offenen Wissenschaft im Gegensatz zu einer Geheimwissenschaft oder einer Wissenschaft in einem totalitären Staat, ist es so, dass alle unsere Arbeiten zugänglich sind und das ist ein Riesengut. Der nächste Schritt war jetzt vor einigen Jahren, dass diese Arbeit nicht mehr nur haptisch als Bücher verleihbar per Fernleihe oder in der Nationalbibliothek stehen, sondern dass wir zunehmend darauf übergehen, dass die Arbeiten digital als Volltexte zur Verfügung stehen. Das wird der nächste Schritt sein und dann wird sich sozusagen das Plagiatsproblem etwas verschieben oder ganz auflösen, dann wird es schwieriger zu plagieren und dann wird es für die Betreuer nochmal viel leichter, die Sachen zu entdecken. Dann in ein paar Jahren kann kein Betreuer mehr sagen, ich habe ein Plagiat übersehen. Ne? Sie kriegen ja nicht nur Kritik oder Äußerungen von Unverständnis, warum Sie sich da so reintigern, sondern auch Zuspruch und es helfen auch, glaube ich, aus so einer, ich nenne es jetzt ein bisschen flapsig, Plagiatsjäger-Community, Leute immer wieder mit neue Stellen zu entdecken. Wie rege ist da die Mitarbeit? Sagen wir mal so, die Mitarbeit ist ähnlich wie in Deutschland. Also wenn man jetzt sagt, es sind in Österreich nur eine Handvoll Leute, darf man nicht vergessen, in Deutschland bei dieser Aufdeckerplattform PhonyPlugWiki 80 Millionen Bevölkerung, in Österreich ein Zehntel und so ist ungefähr auch die Quote. Also wenn in Deutschland 20, 25 Leute mitarbeiten, sind es in Österreich 3 oder 4. Ich arbeite im Moment mit einem Wiener Developer zusammen, der eine Stilometrie-Software, also eine Schreibstilerkennung-Software gebaut hat, der übrigens auch schon jetzt für mich gestern die Arbeiten von der Frau Aschbacher analysiert. Ich habe einen Kollegen in Deutschland, der mir bei der Plagiatsdetektion hilft und einen auch in Berlin, der die Visualisierungen, die Plagiatsvisualisierung macht und that's it. Ja, Sie können sich denken, dass an Tagen wie heute oder gestern hätte ich liebend gern ein Team. Ja, das habe ich nicht, aber das veräppt dann ja auch wieder medial und ich muss halt dann schauen, dass die vielen, vielen, vielen Hinweise, ja, die ich jetzt bekommen habe und die mich ernstlich jetzt, also die nächsten Wochen und Monate beschäftigen werden, dass ich die halt langsam abarbeite. Ja, aber der Markt, sage ich jetzt einmal so, der Plagiatsentdeckung, das sieht man auch in Deutschland bei meinem deutschen Pendant, dem Herrn Heidingsfelder, der ja auch der das deutsche Plagiatsjäger ist, ja, ist ja auch immer noch ein Solist, ja, der ist jetzt nicht so groß, weil wir handeln natürlich fallabhängig, ne? Also wenn so ein großer Fall kommt, dann haben wir Aufträge für ein Jahr und wenn es dann natürlich medial wieder ruhiger ist, dann ebben wir auch die Aufträge wieder ab. Aber es ist natürlich für mich reizvoll. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen 3 wirklich ganz, ganz toll klingende Bewerbungen von Leuten bekommen, die zum Beispiel mit der Aschbacher-Dissertation Sachen gemacht haben, technischer Natur, wo ich ganz baff war, also zum Beispiel Dubletten innerhalb des Textes entdeckt und so weiter und so fort. Mein Grafiker hat sich mit dem Phänomen der sogenannten Hidden Links beschäftigt, also wenn jemand in ein PDF reinkopiert, dann wird der Link ja noch mitkopiert. Man sieht also dann im PDF, dass es direkt aus dem Internet kopiert ist und lauter so Tricks. Ja. Also da gibt es natürlich so ein ganzes, ein kleines Spektrum der digitalen Textforensik und da kann man noch einiges entdecken, wobei natürlich sich das Gesamtbild dadurch nicht mehr ändert. Haben Sie eigentlich die Frage schon beantworten können, wie das Kauderwelsch zustande gekommen ist? Da gab es ja auf Social Media die These, das könnte eine Google-Übersetzung sein, vielleicht eine zweimalige. Was glauben Sie? Ja, also genau. Es würde, also als einmalige Übersetzung würde es nicht funktionieren. Google Translate war bis vor ein paar Jahren noch schlecht, das stimmt schon. Und ist, glaube ich, seit Google jetzt das BERT verwendet, dieses BERT-Modell, seit 1-2 Jahren, glaube ich, ist es deutlich besser geworden. DeepL, also dieses andere Übersetzungstool, Deep Language aus Köln, ist ja jetzt schon hocheffizient. Ich habe jetzt natürlich auch jetzt im Zuge der Recherchen immer wieder Texte von Slowakisch auf Deutsch übersetzt. Das ist absolut lupenrein. Ja. Also ich habe Vorschriften über Plagiat von der Comenius-Universität Bratislava von Slowakisch auf Deutsch übersetzt. Also das ist lupenrein. Also ja, es ist so, wie Sie vermuten in der Frage, es muss hier eine Doppelsache passiert sein. Ja. Also
Ein Beispiel, ich habe es aber so nicht genau rekonstruiert, einer hat es rekonstruiert im Blog, also ein Blog-Kommentator. Ich nehme einen englischen Text, ja, übersetze den mit Google Translate auf Slowakisch, also das wäre jetzt die Annahme, dass es ein Slowake oder eine Slowakin war, übersetze dann diesen auf Deutsch, ja, also sozusagen, ich mache so eine doppelte Schiene, ja, aber auch dann sind wir nicht auf diesem Niveau. Ich sage es Ihnen, schauen Sie, es sind so gescheite Leute, ich sage es nur ohne Namen zu nennen, das darf ich nicht, der Gründer vom Gutenberg-Wiki, ja, der ja gegenüber der Gesellschaft verborgen bleibt. Alle sind dran an dieser Aschbacher Arbeit und noch niemand hat eine plausible These für den Kauderwelsch gefunden. Könnte das sein, dass sie das diktiert hat und eine Sprachübersetzungssoftware das gemacht hat? Ja, das ist, da haben Sie vollkommen recht. Die Diktierfunktion kann, also eine schlechte Diktierfunktion oder eine schlechte Aussprache, vielleicht im Auto mit Hintergrundgeräuschen, im Zug, gebe ich Ihnen recht, habe ich sogar ein Beispiel, dass die Diktierfunktion das Wort vor, F-O-R, vorwärts, als fahr, von fahren interpretiert, ja. Mhm. Und da kommen dann solche Kauderwelsch-Sätze, da kommt dann so eine Cut-Up-Poesie zustande, ja. Da haben Sie recht. Das wäre auch eine Erklärungsmöglichkeit. Aber ich bin nicht schlau geworden, zumal, das erschwerte das, es sind ja unterschiedliche Arten von Kauderwelsch drinnen, ja. Es sind ja ebenso Typos im Englischen wie think different statt think different, dann sind komplett sinnentstellte Sachen, so wie bei diesem Brandon-Zitat, da passt ja gar nichts. Dann öfter habe ich auch das Gefühl, Sie kennen vielleicht den Fehler aus dem Journalismus, dass man irrtümlich im Word einen Satz nimmt und irrtümlich einen Textbaustein verschiebt im Satz. Also es wirkt öfter so, als hätte sie das dann so stehen lassen, ja, diese Verschiebung. Ich wäre aus dem nicht schlau. Aber Frau Meinhardt, die kulturell spannende Frage ist ja, warum hat das nie jemand gelesen bis vor letzten Freitag? Genau, auf das will ich jetzt hinaus. Wie muss denn eine ordentliche Aufarbeitung nun aussehen? Weil da sind jetzt einige Beteiligte, die da erklären müssen, warum sie ihre Arbeit nicht gemacht haben. Inklusive der Verfasserin der Arbeiten. Frau Meinhardt, in der idealen Welt würden nicht hier wir sitzen und Kaffeesud lesen, sondern würde sich der Herr Sablik und würde sich der Professor von der FH Wiener Neustadt und würden sich die Frau Aschbacher uns das einfach erklären. Ja, aber ich glaube, dass es dazu nicht kommen wird, weil einfach der Peinlichkeits- und Schämfaktor in dieser Causa zu groß ist. Ja, also es gibt offenbar Dinge, wo man halt dazu schweigt und ich gehe davon aus, dass das so sein wird. Aber ich bedauere das. Ich könnte mir denken, aufgrund des bisherigen Mailverkehrs, zum Beispiel mit dem Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt, dass dann vielleicht nicht der Professor, aber der Geschäftsführer Klartext spricht. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Und dass ihm halt der Professor, wenn er schon uns nichts sagt, hat es dann zumindest seinem Geschäftsführer sagt, was da damals passiert ist. Ja. Mir fällt jetzt noch ein, es ist immer wieder Usus, also eine schlechte Praxis auch in der Wissenschaft, dass die Betreuer gar nicht selbst die Arbeiten korrigieren, sondern die Tutoren. Ja, das fällt mir jetzt noch gerade ein. Also es wäre auch eine Möglichkeit, dass eine Tutorin oder ein Tutor damals in der Lehrveranstaltung die Arbeit von der Frau Aschbacher angeschaut hat und das Ganze halt dann viel zu milde dann, ja, aber selbst dann wäre das zu bemängeln gewesen. Absolut, absolut. Und es schreibt ja auch eher die Note rein. Also es ist ja dann fast schon wieder ein Begutachtungs-Ghostwriting. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, ich ringe auch nur nach Hypothesen und die einfache Hypothese eben zu sagen, es ist eh wurscht auf gut Österreichisch und die Inhalte werden nicht gelesen, mit der kann ich vielleicht dann noch leben, ja, wenn jemand nicht dann in die Wissenschaft kommt oder in einer Spitzenposition in die Politik. Ja. Was glauben Sie, droht jetzt der Frau Aschbacher, was droht den Gutachtern? Wie werden die zur Verantwortung gezogen? Aus Ihrer Erfahrung auch, was würden Sie sagen, werden sie überhaupt zur Verantwortung gezogen? Naja, das setzt ja voraus, dass überhaupt ein Fehlverhalten festgestellt wird. Jetzt auch klar sagen, also wenn die das kann man jetzt durchdiskutieren, was passieren wird, wenn die FH Wiener Neustadt sagt, hier wurde plagiert, ja,
und ein sehr gut, diese Arbeit verdient kein sehr gut, aber eine systematische Täuschung konnten wir nicht feststellen, dann passiert dem Gutachter nichts, weil das ist dann so, da hat er halt einfach einen Fehler gemacht, ja. Wenn er hingegen eine Täuschung übersehen hätte, wovon ich ausgehe, dann, zumindest in Deutschland gibt es einen Präzedenzfall in Münster, da hat eine Gruppe von Professoren mehr oder weniger die medizinischen Dissertationen mit Plagiaten durchgewunken und die haben dann Sperre von Forschungsgeldern etc. als Sanktion erhalten. Größere Sanktionen wird es nicht geben, sage ich Ihnen ganz offen. Ja. Aber wenn dieser Herr Sablik an dieser Uni da in Bratislava eh schon in ein, zwei Jahren in Rente geht oder vielleicht sogar schon emeritiert ist, wird eigentlich nichts passieren. Man kann ja nur hoffen, dass die Institutionen daran dann daraus lernen. Das ist eigentlich ja der Sinn und Zweck, warum ich das Ganze tue. Und rigoros ab sofort jede Arbeit mit der richtigen Plagiatsoftware prüfen. Ja, das ist eigentlich die Main Mission von mir. Was anderes geht's nicht. Ja, und natürlich ist es Wahnsinn zu sehen, dass das im Jahr 2006 und im Jahr 2020 bei ganz unterschiedlichen Konstellationen nicht passiert ist. Und wir dürfen nicht vergessen, nach 9 Jahren nach dem Fall Gutenberg, das ist eigentlich da auch das Traurige ein bisschen dran. Ja, und wo Sie dann auch verstehen muss, dass ich mich dann auch wieder vorbei sind, die Sache. Ja. 9 Jahre nach dem Fall Gutenberg, wo wir es wirklich besser wissen müssen und sagen, bitte jede Dissertation durch die Plagiatsoftware. Wir haben übrigens, wissen auch wenige, in Österreich sogar, wie in Deutschland nach dem Fall Gutenberg, die ganzen Promotionsordnungen verschärft. Wir haben jetzt Begutachter und Betreuer. Der Betreuer ist der, der den Dissertanten, die Dissertantin im Prozess begleitet. Das ist der Betreuer. Und dann kommen die beiden Begutachter. 3 Leute, Frau Meinhardt, in der Slowakei, wenn ich mir das Deckblatt anschaue, scheint es eine einzige Person gewesen zu sein, der Herr Sablik, der diese DIS verantwortet, der noch dazu schon Co-Autor war. Man sagt immer, bitte keine Co-Autorschaft mit Dissertanten, weil dann fehlt die Neutralität, dann fehlt die Distanz. Also, und als letztes i-Tüpfel, da sage ich Ihnen noch, dass der Herr Sablik auf der Webseite der slowakischen Uni die Dissertation der Frau Aschbacher als Co-Autor anführt. Ehrenautorschaft ist in Österreich ausgeschlossen. Da kommt alles an wissenschaftlichen Fehlverhalten zusammen, wofür wir jahrelang gekämpft haben, dass es nicht mehr passiert in unserem Land. Ich meine, erstaunlich ist, wie sicher sich die Frau Aschbacher gefühlt haben muss, weil sie gibt ja auf dem Paper sogar die Kontaktadresse des von ihr geleiteten Ministeriums für Arbeit, Familie und Jugend an. Ja. Ja, sie gibt die Kontaktadresse des Ministeriums an, aber eine private E-Mail-Adresse. Das ist alles nur schludrig einfach, ja. Ja. Haben sich eigentlich die Standards für wissenschaftliche Redlichkeit im Laufe der Jahrzehnte verändert und ist man früher einfach gar nicht draufgekommen, wenn jemand sich einen Titel erschlichen hat, weil es die Plagiatsoftware nicht gab? Kann ich nicht genau beantworten, aber nachdem mein ältester Fall, der Fall Gustav Kuhn aus dem Jahr 1969 war und ja auch unbestritten war, dass er plagiert hat, aber halt nicht in so einem Ausmaß, dass der gerade widerrufen werden konnte. Vielleicht nur kurz, wer der Gustav Kuhn ist, ja, also der ehemalige Leiter der Erler Festspiele und Dirigent. Also ich sage Ihnen, ich habe... Ja, jetzt in meiner kleinen Plagiatschronologie zurück gehen meine Fälle, also die wissenschaftlichen Fälle jetzt, gehen zurück bis ins Jahr 1830. Ja. Also das heißt, ja, wir haben diese Tradition des Plagiats in der Wissenschaft. Und ich sage Ihnen, ich glaube, das Kräfteverhältnis seit der Digitalisierung hält sich ein bisschen die Waage. Ja. Das heißt, es ist natürlich jetzt viel leichter geworden mit Copy-Paste und mit die beiden Hauptgründe ist ja sozusagen die technische Möglichkeit des Copy-Pastens, ja, also das Ersparen des Neueintippens auf gut Deutsch und der Zugriff auf Volltexte, auf wissenschaftliche Volltexte. Das zusammen macht natürlich diese Potpourri-Arbeit viel leichter, als es noch vor 30 Jahren war. Andererseits hat sich sozusagen am anderen Ende der Aufrüstung hat sich seit Mitte der 90er Jahre auch schön parallel mit dem Internet haben sich diese Companies weltweit entwickelt, die Plagiatsoftware-Lösungen anbieten und auch in Deutschland. Also das heißt, wir haben hier auf beiden Seiten diese Aufrüstung und es kann nur eine Lösung geben und die ist ganz simpel und die ist überhaupt nicht jetzt irgendeine wissenspolizeiliche oder sonstige Maßnahme, im Gegenteil.
jeder Text ab dem Motivationsschreiben an der Uni muss diese Software durchlaufen. Jeder Text. Das ist so ein Standard wie das Pickerl beim Auto. Ja, wenn wir das erreicht haben und es kostet wenig Geld, haben wir eine enorme Verbesserung der Ausbildung der Studierenden, kommen die Studierenden mit, die Absolventinnen und Absolventen mit ganz anderen Skills heraus. Und ich sage Ihnen, da ist bislang fast jede Institution verhalten. Der große politische Wille, das zu tun, auf den Frau Meinhardt, warte ich Seibenfallhahn seit 13 Jahren. Das heißt eigentlich, das wäre so eine Art TÜV-Pickerl für eine Dissertation und für eine Diplomarbeit. Genau, ganz genau, ganz genau. Ja. Wenn jemand einen Ghostwriter engagiert, der sauber arbeitet, gibt es aber keine Chance, drauf zu kommen, dass der Titel erschlichen ist, außer der Ghostwriter sagt, ich habe die Arbeit geschrieben. Ja, dann würde er sich ja nach neuem Universitätsgesetz strafbar machen, wenn er es zugibt. Noch neu im Herbst, ja. Jetzt dürfte er es noch sagen. Wirklich? Ja. Aha. Ja. Also die UG-Novelle besagt ja ab Herbst, also voraussieht, wenn sie in Kraft tritt, dass das gewerbsmäßige oder auch individuelle Herstellen von Schriften anderer strafbar ist, aber nur für den Anbieter, nicht für den Abnehmer. Zum Thema Ghostwriting kann ich Ihnen nur sagen, das ist schwierig, aber absolut nicht unmöglich, ja. Bitte mich nicht falsch zu verstehen, aber wir haben in der Forensik die Speichelprobe und wir haben in der Textforensik die Schriftprobe. Ja, das ist auch etwas, wo alle sagen, oh, um Gottes Willen, was kommt denn jetzt schon wieder? Ja? Die Schriftprobe ist, wenn Sie die Literatur, also Textlinguistik, digitalen Forensik lesen, eine völlig normale Maßnahme. Wenn ich also den begründeten Verdacht habe, dass ein Studierender, eine Studierende einen Text von einem Ghostwriter schreiben ließ, dann bitte ich den Kollegen, die Kollegin zu mir ins Büro und sag, bitte schreiben Sie mir kurz 30 Zeilen zum Thema sowieso. Jetzt klingt das eine furchtbare Maßnahme, wir sind ja in den 70er Jahren etc. Möchte ich bitte betonen, dass die Covid-Prüfungsverordnung sogar vorgesehen hat, bitte nicht lachen, ja, dass man bei einer digitalen Distanzprüfung die Leute danach anrufen darf als Lehrender, um ihr Wissen zu überprüfen, damit man schaut, ob sie selber geantwortet haben. Macht natürlich niemand, steht nur in der Verordnung. Aber ich sage nur, wir müssen uns eben, um zum Beispiel das Ghostwriting einzudämmen, einfach die Schriftprobe überlegen, ist ganz klar. Sobald wir ein zweites Dokument haben, das mit Sicherheit aus der Feder der Person stammt, ja, die den fraglichen Text verfasst hat, können wir mit Schriftprobe und fraglichen Text zum Beispiel mit der Software, die ich verwende, also erstaunliche Ergebnisse produzieren. Ja, die auch gerade für eine große, renommierte Universität ein Stilometriegutachten gemacht. Da gab es eine Replik wieder von zwei Professoren einer anderen renommierten Universität. Dann habe ich die Replik der Replik geschrieben. Also das ist natürlich ein junger Forschungsgegenstand, aber er ist vielversprechend. Aber es gibt hier ganz einfache Lösungen. Und wie Sie es gesagt haben, soll man sagen, okay, was, ich werde nicht einmal mein Auto überprüfen lassen, ich habe es doch gekauft, es fährt jetzt 20 Jahre her. Genauso muss man sagen, bitte, bevor jede Arbeit das Licht der Öffentlichkeit erblickt, jede wissenschaftliche Arbeit, soll sie bitte durch den Plagiats-TÜV und wenn es dann in 2-3 Jahren eben auch technisch simpel ist, vielleicht sogar schon integriert, die Software, die ich verwende, beginnt jetzt bereits, der Authorship Verification Tool zu integrieren, da machen wir Plagiat und Ghostwriting-Software gemeinsam. Sie haben schon einige Politiker mit Ihren Recherchen in die Schwierigkeiten gebracht, also nicht alle sind jetzt zurückgetreten oder ich glaube, niemand ist zurückgetreten bisher. Gab es da auch mal Anrufe oder dezente Einschüchterungsversuche oder Klagsdrohungen? Für Menschen in der Öffentlichkeit steht ja viel auf dem Spiel. Wie es im Leben so ist, beim ersten Unterlassungsbegehren hatte ich noch Herzklopfen, ja. Beim zweiten habe ich meinen Anwalt angerufen, was ich tun soll. Und wissen Sie, was ich mit dem dritten gemacht habe? Das habe ich genommen, den Zettel, und habe es ehrlich, und habe es zerrissen, habe es in den Papierkorb geschmissen und habe von dem Herrn nie wieder was gehört. Also, man wird, wenn man mit diesen Dingen konfrontiert ist, gelassener. Ja? Ich habe von diversen Menschen in Österreich, die ich aufgedeckt habe, anwaltliche Briefe bekommen. Teilweise wollten sie eine Offenlegung des Auftraggebers. Das haben sie nicht erreicht, weil ich habe die Verschwiegenheit. Teilweise wollten sie mich wegen angeblicher Datenschutz
Verletzungen belangen. Das ist überhaupt nie gerichtlich verfolgt worden. Und das Dritte war dann natürlich klar, sie wollten, dass ich es in der Öffentlichkeit und in meinem Blog unterlasse, zu behaupten, dass sie plagiert haben. Ich habe hier bisher in meinem Leben 2 Prozesse gehabt. Beide endeten mit einem Vergleich dahingehend, dass ich bitte ein Entgegenkommen von mir, die Vorwürfe vom Netz nehme, aber die beschuldigte Person alle Anwaltskosten, auch meine, zahlen muss. Das ist sozusagen, wie Sie wissen, so kleinere Sachen enden ja meistens in einem Vergleich. Ja, so auch in diesen Fällen. Und ich habe jetzt wieder vor einigen Wochen wegen einer ganz anderen Geschichte, dem Fall Drosten in Deutschland, wieder ein Unterlassungsbegehren bekommen, einen Herrn, der mich anruft und sagt, Sie kriegen die Unterlassungsklage, wir treffen uns vom Landesgericht Stuttgart. Ja, und dann sage ich, ja wunderbar, freut mich, machen wir das. Es ist bisher noch nie untergriffig geworden, außer jetzt im Fall der Frau Aschbacher habe ich implizite E-Mail-Morddrohungen bekommen, 2. Ein Herr hat mir geschrieben, am Samstag in der Nacht, sein Sohn arbeitet beim Jagdkommando und nur der Anstand seines Sohnes kann ihn davon abhalten, dass er mit der Waffe des Sohnes zu mir fährt. Aber er wünscht mir dennoch, dass ich elendiglich verrecke. Das hat mir eine Person geschrieben, die sogar die deutsche Sprache beherrschte. Und eine zweite Person hat mir gestern geschrieben, Herr Weber, wie lange denken Sie wohl noch zu leben? Das ist ja keine Morddrohung, das ist vielleicht nur der Wunsch, dass ich baldmöglich aufhöre mit meiner Arbeit oder einfach das Zeitliche segne. Ich gehe aber davon aus, wenn man solche Sachen macht, dass man halt dann natürlich auch mit einer breiten breiten Bevölkerungsschichten konfrontiert ist und da kommt sowas vor. Also es kommt ja auch Hass im Netz vor bei Postings und ich habe zum Beispiel meinen Blog, sage ich Ihnen auch, ich zitiere es jetzt nicht, aber da waren auch natürlich untergriffige Verwendungen, untergriffige Titulierungen der Frau Aschbacher oder der Regierung und da habe ich immer Punkt, Punkt, Punkt reingemacht, bevor ich es freigeschalten habe. Ja, man wird halt leider mit sowas konfrontiert, das ist sehr traurig, aber ist nun mal nicht zu ändern. Ich glaube, das gehört zum Geschäft dazu und ich sage immer, wenn ich lese, was der Armin Wolf an Fanpost regelmäßig auf Twitter und einen Hasspost auf Twitter publiziert, ja, dann geht es halt mir jetzt mal 2 Tage so, wie es mit Armin Wolf ein ganzes Leben lang geht. Ja. Ich glaube, damit kann man leben. Bei Politikern liegt natürlich der Verdacht nahe, dass die politische Konkurrenz mit einem Auftrag zu Ihnen kommt und sagt, schauen Sie mal, ob der da ordentlich gearbeitet hat. Ist das so, wie man sich das vorstellt? Das passiert exakt nie und es passiert seit dem Auftrag Pilz-Hahn 2011 nicht mehr, ja. Und da bin ich auch sehr froh darüber, weil ich da eigentlich gar nicht Spielball sein will. Und ich sage Ihnen, da wahrscheinlich jede Partei Angst hat, 1 bis 2 oder 3 Brachialplagiatoren in ihren eigenen Reihen zu sitzen, wäre das wahrscheinlich das Unklügste, was man machen könnte. Also wenn jetzt die SPÖ mir offiziell einen Auftrag gibt, lieber Weber, durchleuchte bitte alle schwarzen Regierungsmitglieder nach Plagiat. Dann kommt nächste Woche die ÖVP und sagt, lieber Weber, durchleuchte bitte alle roten Oppositionspolitiker auf Plagiat. Und das ist eine Pattsituation. Damit ist niemandem geholfen. Und da bin ich aber ehrlich gesagt sehr froh, dass ich in dem Spiel nicht drinnen bin. Und Sie dürfen mir glauben, wie viel Zuschriften ich in den letzten Tagen bekommen habe mit genau dieser Hypothese. Herr Weber, jetzt sagen Sie es uns doch. Warum haben Sie das getan? Wer hat Sie bezahlt? Ja. Und dass ich dann sage, naja gut, die Frau Aschbacher hat mich selbst beauftragt, weil sie einfach so ein hölzernes Interview gegeben hat und ich mit meiner Freundin am Sofa gesagt habe, das ist doch jetzt eine lustige Geschichte. Ja. Das glaubt mir niemand, weil es der Wahrheit entspricht. Die Wahrheit wird einem halt so selten geglaubt und das ist ja auch völlig okay so. Ja. Also, aber so ist es nicht immer. Also es gibt in der Regel schon einen Auftraggeber, oder? Also ich kann nur sagen, das habe ich aber damals schon gesagt, ich habe immer Verschwiegenheitspflichten. Also natürlich gab es bei der Plagiatsüberprüfung vom Landesrat Buchmann in der Steiermark einen Auftraggeber. Klar. Den ich überprüfe nicht einfach in einen Landesrat, weil das würde wieder bedeuten, dass ich alle Politiker scanne. Da bräuchte ich ja, weiß ich nicht, 50 Mitarbeiter. Ja. Also ja, es gibt einen Auftraggeber, aber ich habe eine Verschwiegenheitsklausel und alle Fragen zum Auftraggeber, auch der Art, ist er Politiker, ist er kein Politiker, ist er ein Mann oder eine Frau, ist er groß oder klein, werden nicht beantwortet, weil ich damit einfach dem widerspreche. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und es hat ja jeder Auftraggeber die Möglichkeit, dass er sich über einen Anwalt an mich wendet oder ja auch über eine Mittelsperson,
Ja, also ich glaube, sehr oft in delikaten Fällen, wo es um mehr geht, ist mein Auftraggeber, wenn ich ihn namentlich kennenlerne, gar nicht der Auftraggeber, sondern ist die Mittelsperson. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Weil ob jemand plagiert hat oder nichts, hat mit den Motiven des Auftraggebers für mich nichts zu tun. Im Journalismus gibt es ein Sprichwort, das heißt, der Zund ist ein Hund. Also meistens ist auch bei investigativen Geschichten die Motivlage nicht immer her. Ein Kollege vorhin hat einmal gesagt, auch genauso gemeint, negativ konnotiert, jeder, der eine Geschichte steckt, hat einen Grund. Das ist richtig. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber das ändert nichts an der Geschichte, die kann ja trotzdem. Genau. Und mein Grund, wenn wir jetzt dann bei dieser Idee bleiben, war eben die Verstörung über dieses Interview in der ZIP 2. Das war eben mein Grund, warum ich das getan habe. Ja. In diesem Fall, aber das kommt nicht vor. Genau, das war eine absolute Ausnahme, dass ich nicht im Auftrag prüfe und das Ganze jetzt sozusagen als verlängerte Weihnachtsferien mache mit 0,0 Cent Einnahmen. Ja. Sie machen sich ja als Plagiatsprüfer wenig Freunde. Was motiviert Sie eigentlich? Also mein Ziel ist es, das Thema Zitat, Plagiat als wissenschaftliches Forschungsfeld zu etablieren. Das ist das wahre Ziel, das ist das Fernziel. Fernziel deshalb, weil da in den letzten 7 Jahren nichts weitergegangen ist. Ich wollte es zunächst in Deutschland, da gab es damals das Institut für Content-Qualität oder IQ oder so ähnlich. Dann wollte ich es in Deutschland bei der Hochschulrektorenkonferenz vorstellen. Im Moment haben wir vielversprechend gute Gespräche an der TU Wien mit dem Kollegen Markus Haslinger, wo wir so einen guten wissenschaftlichen Praxisschwerpunkt installieren wollen. Wir versuchen eine Arbeitsgemeinschaft bei der österreichischen Forschungsgemeinschaft zum Thema gute wissenschaftliche Praxis zu etablieren. Ich bin immer, muss ich sein, ja, wenn man für eine Sache kämpft, die neu ist, die es institutionalisiert noch nicht gibt, bleibe ich Optimist, bis alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Ich hatte mit dem Herrn Macho vom Institut für Kulturwissenschaften ein Gespräch. Ich habe die Konzepte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sogar namentlich dem Anton Zeilinger vorgestellt. Ich habe ein breites Potpourri von dem, was man hier machen könnte, angefangen eben von der Geschichte des wissenschaftlichen Zitierens über die Geschichte der guten wissenschaftlichen Praxis, Geschichte des Fehlverhaltens in der Wissenschaft, Inhalte der Dissertationen prominenter Personen von Goethe bis Einstein, also ein ganzes Konglomerat an spannenden Dingen, die ich gerne erforschen würde. Bisher hat der Steuerzahler es nicht für wert befunden, das zu unterstützen, muss ich ganz offen sagen. Und deshalb bin ich auch weiterhin Plagiatsgutachter und Plagiatswissenschaftler nur nebenbei. Ich gehe davon aus, dass Sie jetzt nicht glauben, dass das Plagiat jemals auszurotten ist als Phänomen. Aber wahrscheinlich haben Sie ein paar Ideen, wie man die Kontrolle und die Qualitätsstandards verbessern könnte, weil offensichtlich läuft ja auch strukturell was schief. Sonst würden nicht so viele auch Plagierende so leicht davonkommen. Können Sie das kurz ein bisschen beschreiben, wo man da ansetzen müsste? Ja, es sind einfach verbreitete Irrmeinungen, denen ich mich tagtäglich aussetzen muss und die einfach nicht stimmen. Ja, eine so eine Irrmeinung ist zum Beispiel, dass Plagiatsoftware wertlos ist und dumm. Warum das von Menschen erzählt wird, weiß ich nicht. Ich trete gerne in Dialog mit diesen Leuten und sage, es ist genau umgekehrt, bevor ich mich mit einer studentischen Arbeit inhaltlich auseinandersetze, wie wir wieder gesagt haben, vorher TÜV, muss die Arbeit durch die Software gelaufen sein. Leute, die anwenden, wissen das, aber ich höre immer wieder von Vizerektoren, das ist wie ein Mantra oder von Rektoren, die Software ist wertlos, die ist allenfalls eine Ergänzung. Das ist grundfalsch. Die Software ist die Voraussetzung. Erst wenn es durch die Software durch ist, mache ich die inhaltliche Prüfung. Also hier müsste schon mal ein Umdenken einsetzen. Dann haben wir leider eine Kultur an den Universitäten, die nicht modular ist, also nicht prozessorientiert, sondern produktorientiert. Das heißt, ich gehe in ein Seminar und im Semesterende gebe ich das Ding ab. Ja,
Das ist ein falscher Ansatz. In meinen Bachelor-Seminaren geben die Studierenden nicht am Semesterende ein Ding ab, sondern sie schicken mir in der ersten Einheit ein Motivationsschreiben, dann schicken sie mir Forschungsfragen und Hypothesen, dann einen Begriffs- und einen Theorieteil, dann einen Empirieteil und dann einen Schlussteil mit Diskussion. Sie kommen also mit 5 Einheiten her, die ergeben dann in Summe ihre Arbeit. Sie haben dann dafür im Sommer oder zur Weihnachtszeit keinen Stress und jede dieser Arbeiten, ob Sie es glauben oder nicht, durchläuft die Plagiatskontrolle. Jeder, bei jedem Studierenden, alle 5 Bausteine. Wenn ich so arbeite, komme ich zu einer ganz anderen Content-Qualität und das ist ganz wichtig. Es gibt einige in Deutschland, die das auch favorisieren, die das machen. Aber ich höre in Österreich immer wieder so einen rätselhaften Ansatz, ebenso wie, die Plagiatsoftware, die ist eh dumm und die zeigt da eh nur die Zitate an. Und das Denken ist andersrum, so nach dem Motto, da bin ich jetzt ein bisschen Daumen, das liest sie doch eh ganz gut, ja. Das brauche ich nicht plagiatsprüfen. Aber eben, gut, ich muss es plagiatsprüfen, ist sozusagen, ich prüfe zuerst auf Plagiat und dann lese ich es. Ganz einfach. Ja. Hat schon jemand einmal die Kühnheit besessen, im Seminar des Plagiatsgutachters Weber zu plagiieren? Jedes Semester. Wirklich? Ja, jedes Semester. Im Schnitt 2 bis 3 Leute. Ich habe jetzt ein Nein erwartet. Nein, jedes Semester im Schnitt 2 bis 3 Leute, sowohl bei den schriftlichen Klausuren als auch bei der Bachelorarbeit, wo ich auch vorher mein System vorstelle und sage, es läuft alles durch Turnitin und das müssen die Studierenden ja auch anhaken, dass sie damit einverstanden sind. Interessant. Herr Weber, ich danke Ihnen für das Gespräch. Habe ich gefreut, war für mich sehr interessant. Dankeschön. Danke.